Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hose? Und nachdem wir uns explizit in den letzten Tagen die Charaktere zum Jubiläum, zum kommenden Jubiläum, welches in den nächsten Tagen stattfindet auf Global, angeschaut haben, Freunde, machen wir heute mit den Charakteren etwas anderes. Wir haben sie nämlich zum einen verglichen mit den 3-Jahres-Charakteren, mit den 4-Jahres-Charakteren in längeren Events. Und das Stichwort ist längere Events, denn in längeren Events sind die Blue Fusions, sei es Gogeta Blue oder Vegito Blue, natürlich übertrieben gut. Da fühlen sie sich am wohlsten, weil sie sich aufbauen können, okay? Aber Dokkan Battle besteht ja nicht nur aus solchen Events, die lange gehen. Dokkan Battle hat auch Events, bei denen du sofort zeigen musst, was du drauf hast. Zum Beispiel Super Battle Road oder das Extreme Super Battle Road auf JP. Gibt es ein Extreme Super Battle Road, Freunde? In diesem Super Battle Road, das sind quasi Erneuerungen der ersten Typen Super Battle Road Stages. Dort machen die Autodecks im Prinzip mehr Schaden. Und das Super Battle Road, das Extreme Super Battle Road, ist meiner Meinung nach aktuell auf JP das schwierigste Event. Werdet ihr gleich sehen. Wann das auf Global kommt, kann ich euch nicht sagen. Wenn es aber wirklich zum Jubiläum kommt, das ist ein Wunschdenken von mir, zum Beispiel zu Part 3, dann wird es das Jubiläum um einiges nochmal verbessern. Aber wir wissen noch nicht, wann es kommt. Was ich euch hier zeigen will, ist, dass vor allem jetzt im direkten Vergleich die Vierfachen im Super Battle Road oder Extreme Super Battle Road an sich, sorry, definitiv besser absteigen als die Blue Fusions, weil die Blue Fusions müssen sich erstmal aufbauen. Die Vierfachen haben aber sofort das drauf, was sie drauf haben sollten. Hierfür will ich oder werde ich jetzt nicht darauf spielen, dass ich die Extreme Super Battle Road Stages, in denen ich gleich reingehen werde, schaffe. Nein, ich will euch einfach nur vor Augen halten, dass es eben quasi, dass längere Events oder schwierige Events nicht alles sind und dass die Blue Fusions auch tatsächlich ihre Schwächen haben. So ist nicht. Das heißt, in diesem Team, Freunde, habe ich absichtlich Vegeta nicht als Leader genommen. Warum? Denn Vegeta gibt der Vegeta's Family 170% hier an der Stelle auf, Moment, wo ist der Dackel? Auf Attack und Defense, okay? Und Gogeta würde das nicht bekommen, sondern Gogeta würde nur 120% bekommen. Sorry, deswegen habe ich vielfachen Goku als Leader genommen. Das heißt, sowohl Vegeta als auch Gogeta oder im Prinzip alle Super Saiyan Charaktere im Team bekommen Ki plus 3 120%. Hier haben wir so gesehen, sie wirklich im direkten Vergleich, Vegeta gegen Gogeta. Klar, ich kann Vegito nicht mitnehmen, Goku auch nicht, weil die Extreme Super Battle Stages sind Monotypen-Stages, also Super Strength an der Stelle. Aber hier sehen wir sie im direkten Vergleich. Dann gehen wir mit Goku rein, mit einem 170% Leader für Goku's Family, um es genauer zu sagen. Ki 3, HP Attack 170%, Verteidigung, Betonung auf Verteidigung 130%. Warum Betonung auf Verteidigung? Da gucken wir uns nämlich hier an, wie macht sich Goku im Super Agile Extreme Super Battle Road im Vergleich mit Vegito, denn Vegito bekommt von Trunks ebenso Ki 3, HP Attack 170% und auf die Verteidigung 130%, Freunde. Das ist meine Idee für heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, beziehungsweise gefällt euch im Endeffekt. Falls ja, gerne ein Like da lassen, Freunde. Gerne auch das Ganze und, mit einem Abo unterstützen, falls euch das Ganze gefällt. Und dann würde ich sagen, ich bereite alles vor und dann sehen wir uns gleich in dem Event wieder. Alles klar, Freunde, hier sind wir im Super Strength Super Battle Road Extreme Super Battle Road. Wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, was dieses Extreme auszuwirken hat. Jetzt. Oh, perfekt. Wir haben sogar beide in einer Rotation. Also, Freunde, folgendes. Bam. Ich bin echt Zeug. Schaut mal an. Gogeta hat 52.000 Verteidigung. Okay. Und durch seine Super Deck kann er nicht transformiert Verteidigung nicht aufbauen durch die Buffs der Super Deck. Vegeta hat 75.000, weil er sofort seine 80% Verteidigung hat. Hat aber so gesehen auch 0% Angriff. Das baut er auch auf. Mit seiner Ultra Super Deck bekommt aber massively, also 100% nochmal auf die Verteidigung drauf. Gogeta hat aber seine High Chance zum Dodgen. Das, ganz ehrlich, im Super Battle Road würde ich Gogeta und Vegito nicht dran zu mit immer auf den dritten Slot stellen, damit sie das dodgen. Es sei denn, ich bekomme mal irgendwo nur einen Angriff, sag ich mal, ne? Dann kann man sie da behutsam lassen. Aber ansonsten, ganz bei allem Respekt, raus mit denen. Raus mit denen, weil mit dieser Verteidigung bekommt er übertrieben aufs Maul. So, jetzt die Sache. Wir haben hier nur Double Hit 120%, Freunde. Ich zeig euch mal, der Friend ebenso. Den kommt man nämlich hier wählen an der Stelle. Okay. Jetzt aber folgendes, und zwar muss ich hier definitiv ein Item aktivieren, aber ihr habt die Zahlen vor Augen, Freunde, die Verteidigung, und merkt euch, Vegeta bekommt durch seine Ultra Super Deck 100% drauf, okay, also es ist insane, was für eine Verteidigung der drauf hat, er wird gut tanken. Ich denke aber, Gogeta wird nicht gut tanken, deswegen aktiviere ich hier mal einen Whiz. Apropos, ich habe gerade gemerkt, dadurch, dass ich hier das in ein, zwei Runden euch zeigen will, nehme ich das nächste Mal am besten noch einen Whiz mit Damage Reduction Item. Aber gut, jetzt gucken wir mal, was die hier leisten. Okay, wir haben jetzt 40% Damage Reduction. 1,8, Logo wenig, weil
er muss erst Angriff aufbauen, aber ich habe euch damals schon gesagt, je nach Event ist einfach besser, dass wenn Vegeta sofort seine Verteidigung hat und erst den Angriff aufbaut, als wenn Goku sofort den Angriff hat und seine Verteidigung erst aufbauen muss. Ist je nach Event, Freunde. Ich finde im Extreme Super Battle Road, dass Vegeta sofort seine Verteidigung hat, schneidet er besser ab als FIFA und Goku zum Beispiel im direkten Vergleich. Okay. Freunde, der Boy, er hat seinen Schaden gesehen, ne? Ihr habt seinen Schaden gesehen. Aber er hat auch gut Schaden bekommen, so ist es nicht. Aber wenn der sein Isel bekommt demnächst, jetzt haben die ja, das ist alles angefangen für die Neogat-Leader. 35.000 Schaden, guck mal. Ihr habt es gesehen, Vegeta hat besser getankt auf jeden Fall. Okay. Ich habe hier noch... Du bist aktiv, deswegen lass das Ganze mal. Bardock und Gine, Freunde. Passt mal auf. Bardock und Gine ist auch ein Jubiläumscharakter, okay? Ich kann euch gleich gerne sagen, was sie drauf haben. Bardock und Gine, ohne jetzt drauf geschaut zu haben, was ist ihre Verteidigung? Ja, 91.000. Ihr habt es nochmal richtig gesehen. Ihr habt es verdammt nochmal richtig gesehen, Freunde. Ich hab's. Ich muss mich hier wahrscheinlich aber noch tatsächlich healen. Beziehungsweise. Ja, dadurch, dass ich jetzt Bardock und Gine so hochgeredet habe, würde ich eigentlich gerne zeigen, was sie tanken. Lass mal durchlaufen. Bardock und Gine. Ich habe zwar bei ihnen 3 Dupes, ja. Aber, dass ein summonable Charakter einfach Turn 1 mehr Verteidigung hat als ein Dokkan-Fest LR, das will nicht in meinen Kopf, verstehst du? Aber wie gesagt, ich will Goito und Vegeta Blue nicht schlecht reden. Es ist in ihrer Natur halt, man will sie aufbauen. Wobei, nicht dran zu mit, können sie nichts aufbauen, außer den Angriff durch die Super Deck. Aber ihr wisst, was ich meine, okay? Ich hätte es trotzdem gut gefunden, dass sie Turn 1 vielleicht... Okay, nein, wisst ihr was? Ich will jetzt immer nicht so kritisch sein, weil Turn 1 haben sie halt diese High Chance zu Dodge auf Sword 3. Und das nutze ich definitiv im Super Battle Road. Das mache ich mir zu eigen. Ich bin da nicht egoistisch und sage, nee, das ist ein Dokkan fürs Ende. Der soll was leisten, ich schenke auf Sword 1 2. Nein, ich mache mir seine Passive zunutze und schenke im Super Battle Road auf Sword 3. Das ist mir gut, was Dodge. Ist nur logisch, denke ich. Okay, haben wir Vegeta gestunt? Nope, haben wir nicht. So, andere Sache. Wie Panective Skill. Puh, da hinten greift du einen Abhand, oder? Ne, einmal Vegeta noch. Pass auf. B-Punch Active Skill aktivieren wir erstmal an der Stelle auf jeden Fall. Wir bekommen einen guten Boost. Vegeta hat ebenso sein Active Skill bereits ab der 4. Runde. Goku ebenso. Im Super Battle ist das Gold wert, weil ihr einfach eine Damage-Quelle habt, okay? Die Active Skills von den Blue Fusions, ob ihr die seht, kommt drauf an, ob ihr halt, im Prinzip auch Glück habt, sag ich mal, dass dann quasi ihr gegen einen Gegner kämpft und es in HP 5% drunter sind und seine Fort. Ihr wisst Bescheid. So. Aber ja, ihr merkt auch schon, Freunde, so. Ich habe ja explizit sogar Gogeta rausrotiert, weil ich mir seine High Chance zu Dodge zu nutzen mache. Mache ich auf jeden Fall mir zu nutzen, nicht dran zu mit, weil verteidigungstechnisch hat er sehr wenig drauf. Und er bekommt ihr gut aufs Maul. Mit 40% Damage, sag ich, Freunde, hat er 35.000 von Normal Attack bekommen. Der hat seine Verteidigung jetzt erhöht um 100% und bei denen ist schon GG. Also, wisst ihr, man. Seht ihr? Also, bei den zwei Vielfachen muss ich. Also, für mich sind sie im Super Battle Road, schneiden sie besser ab. Aber, wie das öfteren gesagt, ich habe auch ein Video zu Goito und Vegeta gemacht. Im Super Battle Road war normales Super Battle Road, Cartoon Super Battle Road. Man kann sie spielen. Okay? Sie sind nicht außerordentlich schlecht, aber auch nicht außerordentlich gut. Sie sind in der Mitte. Vor allem Sword 3. Guck mal jetzt, Bats. Sword 3 fertig. Ich beruhe auf meine High Chance und Dodge. Jetzt passt mal auf. Bade und Gine gegen ein LR. 91.000. Ja, er hat 3 Dupes. Ist mir egal. Es ist mir egal, Freunde. Es ist mir egal. Wir sprechen hier von einem LR auf 55%. Der hat nur 52 Verteidigung, Turn 1. Mir, explizit geht es mit dem Turn 1. Mir ist bewusst, dass je länger das Event geht, desto besser sie werden. Sind die besten Charaktere. Wenn es über 800 Jahre geht, ja, niemand stoppt sie. Aber Turn 1, wo es auch solche Events hat. Ja, da muss man auf jeden Fall auch ehrlich zu sich selbst sein, sag ich mal. Okay, jetzt würde ich mal den. Ist ein super Deck. Nee, ist nicht. Die Sache bei Bade und Gine ist ja auch noch, Freunde. Folgende, warte, ich muss trotzdem ein Item aktivieren, so ist es nicht. Aktiviere hier mal das. Ich gebe mir hier 55% Heal, 30% Damage Reduction. Und ich beruhe jetzt wieder, wie gesagt, auf die Dodge-Chance. Auf die Dodge-Chance von Gogeta. Wenn nicht, kann das wehtun, weil, wie gesagt, nicht dran zu mit, baut er keine Verteidigung auf durch die Super Attack. Bardo und Gino, was haben sie drauf? Durch die Super Attack erhöhen sie greatly Angriff und Verteidigung für eine Runde. Das heißt, 50% auf die Verteidigung kommt jetzt noch dran, drauf von dem, was sie gesehen haben. Und macht Supreme Damage. Der tankt nicht alles links und rechts. Dann haben sie auf den Angriff und auf die Verteidigung immer 100%, bekommen zusätzlich Key plus 3 und zusätzlich weitere Attacken auf 100%, wenn es einen Charakter im Team gibt, dessen Namen Goku enthält. Ausgeschossen Captain Ginyu und Junior. Bekommt weitere zusätzliche 100% auf den Angriff. Also was tankt ihr? Gedodged, sehr gut.
Okay. Bekommt weitere zusätzliche 100% Angriff, wenn er gegen einen Multiboss-Gegner kämpft, bekommt weitere Key plus 3 Attack 100% und macht garantiert einen Crit, wenn er gegen einen Charakter kämpft, dessen Namen Freezer enthält. So, Turn 1, 75.000 Freunde. Und, ich habe es noch gar nicht angemerkt, Vegeta und Goku haben wir ebenso noch, aber hier muss ich definitiv Leiter aktivieren. Wegen den vierfachen Goku. Ich habe es noch gar nicht angemerkt, die zwei Vierfachen haben hier, oder die Vierfachen an sich, haben ja noch ihre Chance, Super Attacks zu dodgen und zu kontern. Okay. Aber ihr seht es, Freunde. 75.000 und er bekommt dann noch 100% drauf. Das ist halt wirklich das Geniale. Das ist das Geniale. Im Prinzip habe ich eigentlich das gesehen, was ich zeigen wollte. Im direkten Vergleich von Gogeta gegen Vegeta. Und dann, wir gucken uns gleich noch Goku an mit einem 170er Skill auf HP und Attack. Aber 130 auf Verteidigung und selbes Skill für Vegito dann. So, das wird wehtun, er hat sich gedodged. Guck mal, Auto-Attacks mit... Freunde, ich habe einen Whis aktiviert, bekommt trotzdem 32.000. Klar, ich bin im Doubled 120% nur, aber trotz dessen. Was tankt der? Ja. Ja, im Vergleich ist halt nichts so. Im Vergleich zu Gogeta, sag ich mal. Jetzt aber, das wollte ich noch sehen, bevor ich rübergehe. Das will ich sehen. Jetzt. Okay. Jetzt haben wir Turn 1 Gogeta Blue. Jetzt haben wir Turn 1 Gogeta Blue, okay. Er hat nur 54.000 Verteidigung. Aber. Lass uns mal gucken, was er so drauf hat. Klar, er linkt jetzt hier nicht außerordentlich gut, so ist nicht. Wir machen mal auch Folgendes. Ich habe jetzt den Active Skill auf, Freunde. Batz, den hau ich einfach raus. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass ich diesen Active Skill habe einfach. Im Super Battle. Vor allem schnell, ab Anbeginn der vierten Runde. Fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, guck mal, die Charaktere sind squishy. Ah, ich habe jetzt mit Gogeta G's angegriffen, richtig? Genau, egal. Falls hier drauf geht, nicht stimmt, dann gehen wir direkt rüber zum anderen Event. Jetzt kann Gogeta aber durch die Super Attack Verteidigung erhöhen, okay? Jetzt wäre das nochmal ein anderes Thema, sag ich mal, nachdem sie sich transformiert haben. Genau, ist auch ab Anbeginn der vierten Runde. Sie müssen natürlich noch ein bisschen was aufbauen, aber immerhin bekommen sie dann durch die Super Decks eine Verteidigung, sag ich mal. Also man kann sie dann, sind dann deutlich angenehmer im Super Battle Road als nicht transformiert. Zumal sie dann auch noch diese Dodge Chance auf Sword 3 ebenso behalten und dann noch eine Edition Super Deck drauf bekommen. Wenn ihr sie dazu bringt, dass sie sich im Super Battle Road transformieren, dann sind sie, wie vorhin gesagt, ich meine, die sind so in der Mitte, dann sind sie schon im guten Viertel, sag ich mal. Also, ja, guck mal, Active Skill von Bardock und Gine. Wollt ihr sehen? Komm, pass, komm mal rein, Gine. Genau dies. Jetzt für zwei Runden 22% auf den Angriff von meinen Verbündeten. Und das tut sich separat kalkulieren, also, das ist dann deutlich höher. Was sagen will, ist, quasi, wenn sich die Blue Fusions transformieren im Super Battle Road, wenn ihr sie dazu bringt, es kommt vor, ich meine, Super Battle Road geht mindestens 4-5 Runden. Wäre gut, wenn man das zuvor natürlich finisht. Aber dann sind sie nicht mehr so in der Mitte. Ich meinte, sie sind nicht außerordentlich schlecht im Super Battle Road, auch nicht außerordentlich gut, sondern so in der Mitte, solide. Nach der Transformation sind sie schon so, sag ich mal, bei 70-75%. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Okay, lass uns mal Goku und Vegito noch anschauen. Alles klar, bei Goku ist jetzt die Sache. Er hat seine Verteidigung nicht sofort so wie Vegeta. Und er ist bei 55.000 Verteidigung, also ähnlich wie die Blue Fusion, sag ich mal. Aber sowohl mit der 18 als auch mit der 12 Key tut er massively die Verteidigung erhöhen. Okay, was hat Gohan hier? 68.000, 60.000. Okay, ich musste definitiv ein Item aktivieren, Freunde. Da unterschätzt dieses Event nicht, ich sag's euch. Das bekommt ihr gut aufs Maul. Okay, so, guck mal, was können wir Goku geben an der Stelle? Seine Ultra Super Attack, sehr geil. Gohan kann von mir aus wirklich nur seine normale Super Attack machen. Oder ist auch die 18 perfekt? Der Boy soll sehr viel ausbekommen, weil er auch mit der Ultra Super Deck zum Beispiel den Gegner zielt, sag ich mal. Lass mal gucken. Der Friend ist auf 100%. Tut weh, Freunde. Ich habe einen Whis aktiv. Ich habe einen verdammt nochmal. Ich habe nochmal einen Whis aktiv, okay? Das sind aber Angriffe, die ich bekommen habe, bevor ich meine Verteidigung durch die Super Deck erhöht habe. Was denkt er jetzt? Die Hälfte. Um die Hälfte besser, Freunde. Aber ihr merkt es auch schon. Vegeta tankt deutlich besser. Und deswegen ist Vegeta für mich der beste Charakter im Super Battle, weil er sofort seine Verteidigung hat. Definitiv. Sind sich sehr ähnlich. Aber je nach Event, das meinte ich eben, ist es eben besser, wenn Vegeta, oder finde ich es besser, dass Vegeta seine Verteidigung hat, statt dass Goku seinen Angriff hat oder andersrum. Dokumens auf jeden Fall, gibt mir Angriff her. Gibt sofort Angriff, ich will das Dokumens schnell beenden. So. Weißt du, was ich meine? Da finde ich das von Goku dann besser, auf jeden Fall.
Okay, hier haben wir gesagt nur Goku, okay, wir haben Vegito im anderen Team, aber wir haben hier Double 170 auf HP und Attack und 130 nur auf die Verteidigung. Damit ihr hier mal sehen, was die Boys hier so tanken und was nicht. Wir haben jetzt einen 5% Support drin mit Pan. Wir haben hier sehr viele gute Orbs. Raditz greift hier an. Wisst ihr was? Ich mache das folgendermaßen, weil der hält mich gut an diesen Orbs hoch. Der soll dann Raditz finishen. Und Goku kann dann von mir aus auf den Boy. Und Pan. Jetzt folgendes: Dadurch, dass mit Pan Super Attacke, erhöht sich für 2 Runden den Angriff der Verhüllten um 25%. Nicht vergessen, falls euch wundert, warum die jetzt in der nächsten Runde auf einmal mehr Angriff drauf haben. Genau. Ja. Wir beobachten hier, wie gesagt, nur Goku, gleich Vegito. Ich mache bei beiden nur ein Event, damit ihr das hier sehen, wie die das so machen. Aber wir werden gleich sehen, Goku ist definitiv angenehmer, weil ich habe jetzt vorhin Gogeta rausrotiert, okay? Ich kann euch auch mal gerne zeigen, wie es ist, wenn man Gogeta oder Vegito drinnen lässt, nicht dran zu mit. Das mache ich dann mal gleich. Damit ihr sehen, okay, was tanken die denn so. Aber wie gesagt, beim Super Battle würde ich sie auf jeden Fall auf Top 3 stellen. Und die High Shots mitnehmen, wenn sie sich noch nicht transformiert haben. Danach kann man sie schon drin lassen, trotz dessen, dass sie nach Transformation, sorry, auch die High Chance haben auf Top 3. Aber sie machen halt gut Schaden und wie gesagt, die sind squishy. Und die können auch durch die Super Dex ihre Verteidigung erhöhen. Okay, ich habe jetzt kein Item aktiviert. Soll ich das mal... Komm. Ich aktiviere jetzt mal kein Item. Whis ist abgelaufen. Wir haben nur das, was die Charaktere jetzt drauf haben. Wir haben Typenvorteil. Ihr schaut jetzt mal bitte trotzdem drauf, was für Schaden wir bekommen. Aber Vegetas Angriff ist gesenkt, okay? Von Goku vorhin, von dem Splitbomb Goku. Merkt euch das. Okay. Vegeta. Sein Angriff war gesenkt. Ja, geht's euch noch gut? Das ist Extreme Super Battle Road, Freunde. Das ist Extreme Super Battle Road. Das schwierigste Event meiner Meinung nach auf JP. Auf Global kommt das noch, wie gesagt. Ja, Leco Mio, was war das? Das meine ich, der hat die Autodecks verstärkt. Was tankt der jetzt auf dem Super-Attack? Besser als Gohan vorhin. Gefällt mir. Gefällt mir definitiv. Und, das war noch nicht alles. Jetzt haben wir, sollten wir nächste Runde die 4. Runde haben? Fragezeichen. Falls ja, dann, oh, by the way, alle Kalifa und Kale haben hier nur 120%, Freunde. Alle anderen Charaktere haben Goku's Family Leader Skill. Die beiden haben nur 120% Double Lead. Und die sind trotzdem hier... Mach langsam, danke. Ja, was soll ich euch sagen? Freunde, wir haben noch den Active Skill. Kluger Move. Ich tue mich erstmal heilen mit dem Goku. Mit dem Easy Goku. Dankeschön. Aktiviere den Active Skill. 4. Runde ganz easy peasy. Fertig. Worst Case Szenario. Ihr seid im allerletzten Gegner im Super Battle Road. Okay? Ihr habt keine Items mehr. Gar nichts. Ein HP. Im schlimmsten Fall, okay? Wenig HP. Euer Gegner greift ganz links an. Das heißt, ihr geht definitiv drauf. Aber ihr habt dann den Active Skill 4. Runde, easy peasy von der Vierfachen, der haut den letzten Gegner raus und ist ein Free Win, sage ich mal an der Stelle. Alles klar, jetzt schauen wir uns mal den Boy Vegito an. Wie gesagt, gleiche Verhältnisse wie Goku. Aber, ich muss eines sagen, das Super Tech Extreme Super Battle Road ist nicht einfach, okay? Die Charaktere können nämlich gut Schaden bekommen. Was ich jetzt erstmal hier mache ist, 100% Chance startet sofort mit 99.000. Oh mein Gott. Ich mache sofort mal ein Ghost Asche, okay? Weil ich werde Vegito in der Rotation lassen, damit wir den Vergleich haben zu gerade eben. Gehen wie bei Goku. Ah, wir kämpfen nur gegen Zai, aber ich hoffe, wir kommen auf die 4. Runde eigentlich schon. Wie bei Goku von gerade eben. Und weißt du was? Ich werde die ganzen Ausmaß für Vegito nächste Runde lassen. Yes. Wie will ich das? Ja, will ich. Dann lass ihn mal eine Runde. Dann sehen wir, was geht Turn 1 bei Vegito nicht transformiert. Aber dann will ich auch, dass er sich transformiert, weil das auch ab allem in der 4. Runde. Dadurch, dass er schnell seine Transformation bekommt. Und was macht er dann mit der Transformation? Und vielleicht kriegt es auch hier hin, den Active Skill zu aktivieren. Okay, aber ihr merkt es auch schon. Vielleicht kriegt es hin. Das ist halt schwieriger als bei den Vierfachen. Die Vierfachen einfach 4. Runde, fertig. Damage-Quelle, easy peasy. Nehmen wir auf jeden Fall an. Okay. So, was wir hier jetzt machen, Freunde, ist folgendes. Oh je. Wir aktivieren definitiv einen Whis. 40% Damage Reduction, okay? Merkt euch das. Vegito hat hier 53.000 Verteidigung und er wird seine Verteidigung nicht erhöhen. Ich werde gleich gut Schaden bekommen. Ich mach das so. Okay, pass auf. Das Ding ist auch leid. Links gilt technisch. Das meine ich. Es gibt viele, die meinen, ich übertreibe. Ich übertreibe, wenn ich sage, oh, ein Charakter hat kein Prepare for Battle. Warum hat der Prepare for Battle verloren?
Ja, Vegito kämpft wieder für Battle. Er leidet im Super Battle Royale. Er leidet, Freunde. Also bitte. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig sowas ist. Soll ich das auf alle Guchen wieder Prepare for Battle verloren hat? Ja, sie haben Turn of Power Key plus 3. Geil. Ist gut. Ist nicht schlecht. In ihren Team-Setups brauchen sie nicht mehr als Turn of Power. Aber im Super Battle Road. Komm mal ran jetzt. Im Super Battle Road. Da will ich mal sehen, was da abgeht ohne Prepare for Battle. Nein, also beim Respekt. Ich will euch jetzt auch nicht an der Nase rumführen oder so. Oder euch veräppeln oder so. Nein, wirklich. Tacheles geredet. Real Talk. Das ist wichtig, Mann. Ich verstehe nicht, wieso diese wichtige Link-Skills einfach von Charakteren neuerdings nehmen. Vor allem Prepare for Battle zum Beispiel. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, was wir jetzt machen ist... Vegito hat, by the way, mit 40% Damage Reduction, ich hab's gesehen, zweimal, also 45.000 getankt durch Autodex. Richtig? 45.000 waren das, wie ich das richtig gesehen habe. Wenn er jetzt wieder reinkommt, tut er sich transformieren. Und dann ist mein Wiz-Item auch abgelaufen und ich werde auch kein Item aktivieren, weil das wollte ich kreieren. Dann haben wir den Vergleich mit Goku von gerade eben. Goku habe ich auch, nachdem die Items abgelaufen sind, ihn einfach so gelassen und nachdem er angegriffen hat, hat er, wie viel waren es? Mindestens 60.000, maximal 70.000 pro Auto-Attack, ich glaube 68.000 waren es, hat er bekommen pro Auto-Attack, okay? Jetzt will ich mal gucken, was Vegito macht. Natürlich werde ich ihn auch super decken. Ich hoffe, ich habe Ki. Damit auch seine Verteidigung erhöht war. Das kann er ja auch. Guck mal. Okay, schauen wir mal. Aber idealerweise hätte ich ihn eigentlich auf Sword 3 gestellt. Aber so haben wir den Vergleich halt, Freunde. Okay, Active Skill. In dieser Runde hätte ich tatsächlich den Active Skill. Aber erst die Runde drauf. Okay, und nicht jetzt. Aber gut. Schade, dass Tau nicht zweimal links angreift. Schade. Sorry, einmal links und einmal rechts direkt. Weil dann würde ich gerne sehen, was Vegito quasi... 55.000, Freunde. So, okay, wir geben Vegito mal seine... Nee, der wird den so oder so nicht finishen. Wir geben ihm mal seine Orbs, die er braucht. Und dann schauen wir mal. Ich habe kein Item aktiviert. Wir haben 447.000 HP, was er tankt. Oh Gott. So. Der sollte ihn eigentlich nicht finishen. Hoffe ich, schätze ich. Bitte nicht, mein Freund. Mach keine Additional Super Deck oder so. Du hast nur Level 5 Equipment. Stopp. 72.000. Nach 2 Super Decks. 72, damit kann ich leben. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Damit kann ich leben, Freunde. Das hat mir gefallen. Wirklich bei Vegito. Aber auch hier bin ich ehrlich zu euch. Er musste sich erstmal transformieren. Ne? Dieses Turn 1 macht im Super Battle Road, vor allem Extreme Super Battle Road, so viel aus, Freunde. Ich spreche noch ein bisschen, ich lasse einfach mal laufen. Das macht so viel aus, Freunde. Okay, komm. Zum Abschluss zeige ich euch mal Turn 1. Was passiert, wenn ich kein Item aktiviere? Turn 1, okay? Und was jetzt... Er kommt nämlich nächste Runde rein. Was jetzt absichtlich mache, ist... Ich heile mich nur für diese Runde. Habe auch nur für diese Runde Damage Reduction. Ich aktiviere Ghost Asche, sodass ich diese Runde, die ich gerade habe, sofort auch nachher bekomme. Okay? Damit wir dann sofort sehen, okay, was macht Vegito da an der Stelle Turn 1. Weil, warum betone ich das so? Vegito Blue hat gerade wirklich gut abgeschlossen. Klar, er hat den Vorteil, er macht zweimal Super Dex, wird zweimal die Verteidigung erhöhen. Ding macht das nicht. Gogeta hat er mehr Schaden bekommen. Er tut nur einmal. Weil, also, wenn man auf 55% hat und kein Equipment, er macht durch die Pässe keine Additional Super Deck, so wie Vegito auf Sword 1 oder 2. Das meine ich. Er kann es dann nur durch den normalen Angriff einmal durch die Verteidigung erhöhen. Vegito hat zweimal gemacht. Fand ich gut. Das war gut. Im direkten Vergleich mit Goku fand ich das gut. So ist nicht. Aber. Vierte Runde, Freunde. Nach der Transformation. Goku macht das sofort. Versteht das meine? Wobei, ich sag mal, Goku macht das zweite Runde, okay? Weil der tut ja auch die Verteidigung aufbauen. Aber er hat diese Buffs auf die Super-Attacks, die halt wirklich nützlich sind in sowas. Okay, also Goku, sag ich mal, Turn 1. Also Turn 1 Goku, vierfach Goku, Turn 1 Vegito, Turn 1 Goku ist auf jeden Fall Tank besser im Super Battle Road. So ist nicht. Vor allem, wenn er einen Angriff danach bekommt erst. Aber wenn Vegito sich transformiert und Goku, also sag ich mal, auch so die vierte Runde erreicht hat, dann fand ich das schon gut, so ist nicht. Aber, das hat jetzt nichts zu sagen, wenn wir hier uns Turn 1 angucken, Freunde. 53.000. Wie gesagt, normalerweise mache ich den hier, okay. Ich nehme die High Strength, guck mal, ganz hinten greift nur Sabanon, easy peasy. Ich hoffe drauf, dass er dodgt, fertig. Aber, damit ihr das auch mal vor Augen habt, was ich mit Turn 1 meine, Freunde. Und dann wäre es tatsächlich mit diesem Video.
Wie gesagt, nicht dran zu mit, kann halt leider nichts auf, beziehungsweise kann er die Verteidigung nicht aufbauen, um es richtig zu sagen. Aber jetzt seht ihr mal, was hier kassiert mit 53.000 Verteidigung, Freunde. Das ist dann halt legit kein Vergleich mit Goku. Wie gesagt, hätte ich Goku jetzt auch da links hingestellt, hätte er gut Charme bekommen, weil erst nach seinem Super-Attack bekommt er 100% Verteidigung. Vegito bekommt das halt nicht dran zu mit Turn 1. Er bekommt das erst, er bekommt Verteidigungsstack erst nach der Transformation. Genau. Aber ihr lasst mich gerne wissen, Freunde, wie ihr das Ganze empfunden habt. Wie gesagt, das soll ich euch auf jeden Fall auch noch vor Augen halten. Ja? Guck mal, Goku hätte zum Beispiel noch eine 30% Chance, das zu dodgen und zu kontern. Turn 1. Das hat die Sache. Das wollte ich euch auf jeden Fall auch vor Augen halten, Freunde. Soll aber kein Video gewesen sein, um die Fusions schlecht zu reden. Nein. Ich habe es in den letzten Videos gezeigt, was ihre Stärken sind, wo sie glänzen. Heute habe ich gezeigt, dass sie auch Schwächen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne like das. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be around.